Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir und meinem Kumpel The Noise. Ja, moin Leute. Ja, nämlich Anno 2205 ist jetzt schon ein paar Tage raus und naja, ich war eigentlich ganz ehrlich zu faul, das Ding auszupacken. Ja, ich habe dich endlich mal überredet, das zu installieren. Ja. Wie lange hat's gedauert? Anderthalb Wochen? Ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall hattest du es eher als ich und ich hab's direkt, Postbot hat geklingelt, oh, ich muss installieren. So, die Firma habe ich nämlich schon erstellt, aber wir machen trotzdem eine neue. Ja. Weil wir haben ja schon einen kleinen unfairen Vorteil, weil ich habe es ein paar Minuten laufen lassen, um zu sehen, wie die Grafikeinstellung ist und so. Ja, aber angezockt kann man nicht von reden. Nee, ich habe es bloß laufen lassen. Aber ich habe dadurch trotzdem einen kleinen Vorteil und es sind sich 3700 Credits, was eigentlich nichts ist, aber trotzdem. 3700? Ja, du fängst doch mit 100.000 Credits an. Und ich hatte 103.000 schon. Wo ich jetzt. Das die ersten Einnahmen sind. Ja, yeah, genau. Deswegen machen wir eine brandneue Firma. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Hi. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Ah, es geht um eine Energiekrise. So viel habe ich jetzt schon mal erfahren. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen. Aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Ja, wie nennen wir das? Erzähl mal, gib mir mal... Evelyn. Nee, Evelyn ist... Alles klein geschrieben, Evelyn einfach. Das ist schön clean. Naja gut, machen wir mal Evelyn. Clean ist immer schön. Aber leider ist der Name schon vorhanden. Ja, damit läuft das nicht, weil ich es ja schon erstellt habe, um es auszuprobieren. Dann ist die Aufnahme jetzt im Arsch. Nein, ist sie nicht. Die ist noch nicht im Arsch. ja, wie nennen wir sie jetzt? Nennen wir sie einfach Star Group. Was sagst du dazu? Falls es noch nicht gibt. Mach. Mit großem G würde ich eher sagen, oder? Zusammengeschrieben. Es wird zusammengeschrieben, aber ich glaube, das G wird trotzdem groß geschrieben. Das ist einfach, ja, passt. Oder mal Bindestrich? Nee. Nee, ohne. Danke.
Aber so. Ich muss auch ihr Firmenlogo sagen, zum Zwecke das, der Identifizierung. Nimm den Vogel mit dem, das gerade, der gerade aus dem Ei schlüpft. Hä, Vogel? Ah, da hätten wir sie aber nie, hätten wir die Stadt aber anders nennen müssen. Hätten wir sie Chicken Bastards nennen sollen. Nee, das ist mein Icon. Das habe ich auf meinem Speicherstand, wo ich schon den fünften Fusionsreaktor habe. Haben ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe sie überzeugt. Sie sind sogar willens, ihnen erstklassiges Gebiet für ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen sie einen Sektor. Gib's zu, Alte, du warst doch bestimmt da mit den Kunden im Bett oder so, um die Inseln da freizukriegen. Oder so, ey, jo, die hat doch damit geschlafen, Junge. Hat sie hochgeschlafen, die Alte. Also ich stehe auf so ein Aussehen. So, also was denkst du denn? 1, 2 oder 3? Hier hast du zwar erste Baufläche. Das erste, ganz klar. Aber weniger Bergbauplätze. Der Vorteil ist dort ganz einfach, du hast die Staudämme. Und die geben dir Energie. Ach ja, nur so zur Info. Der Lenny hat das schon mal angezockt und ich spiele es blind. Angezockt? Das nennst du angezockt? Ah, so weit bist du auch wieder nicht. Ja, also falls ihr es nicht versteht, wir haben hier gerade eine interne Diskussion über Fortschritt. Ja, viele Kritiker sagen ja jetzt, Anno 2205 ist kein richtiges Anno. Da haben sie auch vollkommen recht. Aber das Unternehmen kann nicht immer auf derselben Schiene bleiben. So finde ich. Das Spiel ist nicht schlecht, es ist aber auch nicht gut. Wissen nach den Erfahrungsberichten, die ich bisher gelesen habe. Wir haben einen engen Zeitplan. Also ich habe Output. Ich habe ja schon ein paar Minuten in Game verbracht, ne? Und jetzt tue ich mir natürlich mit meinem Kumpel Lenny hier ein eigenes Bild und meine eigene Meinung damit schaffen. So, schauen wir mal. Also das erste sagst du. Fast fertig. So, wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Standard. Global Union aushandeln. Ich bin noch kacknug. Alle Einzelheiten festklopfen. Oh, da gibt es noch erweiterte Einstellungen. Lasche Bedingungen. Militärfortschritt. Ja gut, dann machen wir es einfach so. So. Ja. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Das könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Aber ihr Hauptziel ist, hier einen Raumhafen zu bauen. So. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Also das Video ging ja doch wieder mal recht flüssig durch. Ja. So. Also, hier ist das Baumenü scheinbar. Straße. Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Das andere, das letzte, ja. Der letzte Reiter, der ist eigentlich unwichtig. Ja, Ornamente, so. Ja. Was ist das denn? Kannst du einfach aufsammeln, das sind so Biopolymere, die brauchst du zum Bauen. Oh. Das ist wie die Bauzellen in. Also Biopolymere macht du schon. Das Wort ja, irgendwas Biozeug halt, ne? Denkst du, dass man so bauen kann wie bei Anno? Eher weniger wahrscheinlich, oder? Inwiefern meinst du jetzt? Ne, 2070. Wahrscheinlich eher weniger, oder? Weil wir haben ja nur. Doch, kannst du eigentlich. Also gerade hier kannst du es eigentlich. Okay. Bau erstmal eine Straße und dann. Nein, ich möchte die Straße haben. Einfach gerade hinter und dann. Oder bau so wie du willst. Dö.
Okay. Das da hinten ist übrigens ein Steinbruch. Das soll ein Steinbruch darstellen? Ja. So, dann gucken wir doch mal. Machen wir hier einfach noch eine zweite dazu. Ich hoffe, das reicht von der Breite. Für nein. Danke. Was sagst du mir jetzt? Die Adresse. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Das ist das Schöne, ich weiß es auch nicht. Ach ja, zur Info. Ich und Lenny werden uns natürlich beim Zocken abwechseln. So, jeweils stundemäßig zocken wir. Es wird dann hochgeladen in 15-Minuten-Parts. Und die kommen dann jede Woche ab morgen. Also ab Mittwoch, den Schlag mich tot. Also jeden Mittwoch ungefähr um 16 Uhr. Welchen haben wir heute? Heute müsste der 17. sein. Dann ist morgen der 18. Oder? Kann ich noch zählen? Wie siehst du das? Frag mich, was leichter ist. Manche von euch werden wahrscheinlich sagen, dass ich mich prasslich anstelle gerade, aber ja. geht nicht weiter. Okay. Weil dort hinten der Steinbruch hinkommt. Arbeiter. Ich würde auch erstmal die Häuser hinsetzen, nicht die Straßen. Gedrückt halten und bis hinten durchziehen. Fertig. Jemand hat Arbeiter gerufen? Nee, ich möchte das... Neue Gebäudearten verfügbar. Ein bisschen aufteilen. Was ist das denn? Biopolymerfabrik. Ja, aber erstmal musst du diesen Tank da vorne bauen. Tank? Der hier. Genau. Was ist das denn? Das ist einfach so ein Öl oder so. Okay. Daraus wird dann dieses Biopolymer... hergestellt. Ey, ganz ehrlich, ich finde die Insel klein. Die ist auch klein. Na, danke. So, ich möchte nämlich die versuchen, so weit wie möglich außen zu setzen. Aber bau es nicht zu, ne? Du wirst später verstehen, warum. Na, man kann es ja nur umsetzen, so habe ich gesehen mindestens. Ja, das kann man. Aber ich meine jetzt eher wegen Erweiterung. Okay, biopolymere Zähne krieg ich. Wie kann man das ausbauen? Oder kann ich jetzt, das noch nicht? Jetzt auch? Noch gar nicht. Ah, davon musst also du erst dich weiterentwickeln. Und du brauchst es jetzt auch noch gar nicht. Ich bin, wie ihr merken, ich bin ein Rastermensch. Ich mag Raster. Scheiß Matrix Junkie. Danke. Ich dachte, das wäre Tron Legacy gewesen. Die haben da einen Raster. Ja. Aber ich würde dir erstmal die Fabrik für die Biopolymere empfehlen. Ist das die nicht? Doch, das ist die Vorstufe. Ach so, das ist. Das ist wie dieses Gravelwerk, oder wie das heißt. Ach so, jetzt verstehe ich das. Das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Ah, das Fehlen von Baumaterial. So Anlauf, ne? Das hier ist wahrscheinlich sowas wie früher mal der Fisch. Steiß! Was denkst du, reicht das vom Platz her? Wenn die noch ausbaufähig sind? Das wird wahrscheinlich bis vorgehen. Wenn du die voll ausbaust. Ja, die... Aber... Mach es mal. Ja, organische Nahrung wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Ich habe dir angeboten, meine Stadt mal zu laden über meinen Account. Ja, das können wir ja später mal einfügen. Wie gesagt, ich bin... Wenn es euch mal interessiert, meinetwegen um Let's Show. Ja, wir machen ja auch noch... Das kommt einfach mal zwischendrin mit rein. So. Was ist Bauoptionen das? Erweitert. Das ist Transport. Und ein Windpark. Okay. Ich brauche jetzt noch eine neue Straße. Ich bin ein alter Rastermensch. Ich hoffe, das geht auch so auf, wie ich mir das denke.